Ein Philips CD104. Der CD104 ist bereits vollständig restauriert. Hier soll heute die Erweiterung zum USB-DAC eingebaut werden. So, wollen wir das erstmal entstöpseln. So, das USB-Modul, das wird an der Unterseite eingebaut. So, der Philips CD104, der ist weitestgehend baugleich mit dem Philips CD304. Wer sich also so eine Revision mal anschauen möchte, dann verlinke ich einmal ein Video zur Revision für den Philips CD304, weil das ist hier bei dem schon alles passiert. Und jetzt geht es heute darum, ein USB-Modul nachzurüsten, um den Philips CD104 auch als DAC nutzen zu können. Das ist ja das Modul hier. So. Dieses Schaltmodul, das kommt hier, wo dieser Digitalfilter ursprünglich mal saß, da kommt das hin. Und dann passt das hier dort in diese Lücke. Und dann muss ich nur noch das Kabel, irgendwo die Buchse nach hinten an der Rückwand befestigen und dann hier einstecken. Das ist relativ einfach. So, hier würde das also passen. Da nehme ich mir ein so dann nehme ich mir einfach so ein Stück Aluminium aus dem Baumarkt zur Hand. Ich nehme mal das, wo hier so ein Streifen in der Mitte ist. Da kann man ja auch immer schön mittig Löcher reinbohren, ohne dass man das erst großartig anzeichnen oder körnen muss. So, also hier passt das Modul eigentlich ganz gut hin. Das würde sich anbieten, hier einfach eine kleine Traverse anzubringen. Also hier haben wir so eine Nut, das hier leicht umbiegen, dass das hier so drin sitzt, einfach ohne Verschraubung. So, das zeichne ich einmal an. So. Da muss ich das einmal um 90 Grad umbiegen. Dann haben wir das so. Dann muss ich hier einmal ein Loch bohren für das USB und hier muss ich das auch nach unten dann umknicken, so, und dann hier ein Loch bohren, um das hier von außen mit einer Schraube zu befestigen. So, das zweite Loch zeichne ich mir an. So, das sind 1, 2, 3 Löcher und zweimal biegen. Einmal biegen und zweimal biegen um 90 Grad. Das ist relativ einfach. Dafür habe ich hier also ein Spezialspray, dass ich das nicht bohren muss. Also das geht hier mit viel schneller. Spray das einmal ein. So, das dauert jetzt einen Moment, bis das Spray da arbeitet. So, dann haben wir das auch schon fertig. Also die drei Löcher sind da schon gebohrt und hier die beiden, um das am USB-Modul einzubringen. Das ist sehr einfach. Dann kann das schon eingebaut werden.
das Modul selbst anschrauben. So, das ist die ganze Befestigungsapparatur für im CD104. Gut, wenn man jetzt dieses Spezialspray nicht zur Hand hat, dann muss man das halt selber bohren, dann dauert es eben eine halbe Stunde. So, dann kann ich das hier so einfach reinsetzen. Das wird hier einfach in diese Nut hier reingesteckt. Und mit einer Schraube von hier außen befestigt. So, ein Schräubchen und das Ganze ist hier schon fest. Und wenn nachher der Deckel da drüber sitzt, der untere, dann kann da auch gar nichts passieren. Nur darauf achten, dass das Aluminium nicht hier über diese Kante steht, weil der Deckel, also der untere Gehäusedeckel, hier einliegt. So, und da jetzt hier bei dem ehemaligen Digitalfilter ein Sockel verbaut ist, brauche ich dann nur noch das Modul einstecken. Und dann habe ich hier noch ein Käbelchen, das kommt von dem Fernbedienungsmodul, was bei der Revision eingebaut wurde. Das stecke ich jetzt hier in dieses Schaltmodul, damit ich über die Fernbedienung hier dem Modul sagen kann, dass es zwischen CD oder USB, so wie ich das gerade wünsche, hin und her schalten kann. Wenn ich den Philips das erste Mal einschalte, ist standardmäßig immer die CD-Wiedergabe aktiviert. Und wenn ich dann über den Handschalter, über die Fernbedienung hier, kann ich dann aber auch das auf USB umschalten und kann so auch einen direkten Vergleich zwischen CD und USB veranstalten. So, jetzt muss ich nur noch das Kabel nach hinten rausführen an der Rückseite. Da kann ich ja diese Blende einfach anzeichnen am Aluminiumgehäuse hinten, wo da ich die Aussparung haben muss. Und da ich ja das Spray habe, brauche ich hier auch gar nicht bohren. Halte da einfach nur kurz die Blende vor, so wie sie sein soll. Einmal sprühen, einen Moment warten. Zack, und dann habe ich da schon die Aussparung fertig jetzt hier für den USB-Eingang. Kann das also so hier von innen dann davor setzen. Ja, wer kein Spray hat, wie gesagt, da muss man schon eine halbe Stunde feilen dann. Geht aber auch, das ist also machbar. So, da haben wir einen Imbus. Falsche Größe. So, das passt doch hier oben ganz schön da rein, diese USB-Buchse. Dann sieht das auch sauber aus von außen. Jo, jetzt müssen wir noch das Käbelchen einstecken. So, das war schon der ganze Spaß. Jetzt kann der Deckel wieder drauf und dann ist das schon fertig. Und die beiden Gehäusedeckel am CD104 sind wieder montiert. Dann kann man den einmal anschließen. So, die beiden Cinch-Kabel, dass man auch was hört.
und vom Computer kommen dann das USB-Kabel. So, einschalten und eine CD einlegen. So, da. Das Ganze hat ja jetzt eine Fernbedienung. Da kann ich das schön von der Fernbedienung steuern. Ich habe für den Quellwechsel zwischen CD und USB habe ich eine Tastenkombination programmiert in dem Modul hier. Ganz einfach, weil wenn man andere kompatible CD-Spieler im gleichen Raum hat und ich würde jetzt nur eine einfache Taste wählen, dann würde das andere Gerät ja auch reagieren können. Deshalb ist hier eine Tastenkombination zum Quellwechsel. Einmal die Taste 0 und dann innerhalb 3 Sekunden die Taste 3. So gibt es keine Probleme mit anderen Geräten. Ich mache einfach mal die CD-Wiedergabe an. So, da haben wir jetzt die CD-Wiedergabe. Und jetzt kann ich einfach im laufenden Betrieb mit eben dieser Tastenkombination zum Computer umschalten. So, dann hören wir jetzt hier ein Streaming über den Computer, der hier angeschlossen ist. Oder eben ein Handy kann man anschließen oder ein Laptop. Ganz nach. Je me place dans mon canapé, mange des chocolats et regarde la télé. So, und wieder zurück auf die CD mit der gleichen Tastenkombination. Und wie gesagt, wenn das Gerät eingeschaltet wird, ist immer automatisch Standard erstmal die CD-Wiedergabe, dass man da nicht durcheinander kommt. Das ist der ganze Einbau an dem CD-104 und da wird jetzt werden jetzt die digitalen Daten, die vom Computer kommen, die können jetzt hier asynchron analog gewandelt werden. Asynchron bedeutet, hier ist also auch eine hochpräzise Clock auf dem USB-Modul, die eben die Daten dann wieder digital zuordnet auf der Platine und dann an den TDA 1540 weiter gibt zur Analogwandlung.